Widder, Löwe, Schütze. Was ist typisch für dieses Sternzeichen? Was ist typisch für das Element Feuer, zu dem sie gehören? Worauf kannst du dich einstellen? Was solltest du beachten? Und zu welchem anderen Element passen denn diese drei Sternzeichen richtig gut? Darum geht es im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Katie. Ich bin Beziehungs- und Dating-Coach, Psychologin und freue mich von Herzen, dass du da bist. Widder, Löwe, Schütze sind drei der 12 Sternzeichen, die zum Element Feuer gehören. Und das Sternzeichen ist derjenige im Auto, der das Lenkrad fest in der Hand hat und den Fuß auf dem Gaspedal hat. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was für ein Sternzeichen du hast und vor allem, was für ein Sternzeichen dein Partner hat. Genauso wichtig, wenn wir über Beziehungen sprechen, ist das Mondzeichen. Das Mondzeichen ist das Zeichen, in dem der Mond steht, zu der Uhrzeit, wo du geboren wurdest. Denn das Mondzeichen, das verrät dir, in welchem Element deine Gefühle zu Hause sind. Also ist deine Gefühlswelt feurig angehaucht, im Wasser zu Hause, in der Luft oder in der Erde. Wir schauen heute uns das Element Feuer an. Alle weiteren Videos verlinke ich dir hier oben, sodass du das herausfinden kannst, wie eben unterschiedliche Elemente gerade in der Gefühlswelt ticken. Wie findest du das Mondzeichen heraus? Ganz einfach, indem du deine Geburtsurzeit weißt, also wann der Tag, wann du geboren wurdest, den Ort und die Uhrzeit. Wenn du diese drei Punkte hast, dann kannst du kostenfrei im Internet einfach dein Horoskop berechnen lassen, wie beispielsweise bei astro.com. Und dort findest du dann heraus, was dein Mondzeichen ist. Wenn du deine Geburtsurzeit nicht weißt, dann frag deine Eltern oder ganz einfach schau auf deine Geburtsurkunde nach. Your love is on fire. Ja, das gilt für den Widder, für den Löwen und für den Schützen definitiv. Also diese drei Feuerelemente, die brennen vor lauter Leidenschaft. Leidenschaft ist das Ding, ja, dieses Feuer, das Leidenschaft, was sofort mit Feuerelementen assoziiert wird. Das bedeutet also, wenn du jemand bist, der ein Feuerelement hat oder wenn dein Partner ein Feuerelement ist, dann seid ihr wirklich Menschen, die euch richtig leidenschaftlich in etwas hingebt, leidenschaftlich euch in etwas eingrabt. Also ihr habt so ein Ziel orientiert, ihr seid zielstrebig, ihr seid unglaublich leidenschaftlich und ihr tut alles daran, dass dieses eine Ziel erreicht wird. Das heißt, für euch in der Partnerschaft, es ist einfach wichtig, dass ihr ein schönes Ziel habt, worauf ihr euch freuen könnt. Ja? Ein neues Ziel auch, wo ihr etwas Neues entdecken können, weil das ist auch typisch für Feuerelemente. Ja, Feuer, ein Feuer, ein Feuermensch will immer etwas Neues entdecken. Für Feuer ist Langeweile wirklich der absolute Tod. Das heißt, eure Beziehung, ja, ihr braucht immer wieder was Neues, was Kreatives, was Cooles, was Neues zu entdecken gilt. Und es ist total egal, in welchem Bereich es ist, ob das jetzt beim Essen ist, ob das beim Thema Sex ist, ob das beim Thema Sport ist, was auch immer eure Leidenschaft ist. Es ist so wichtig, dass ihr etwas Neues habt, worauf ihr euch beide freuen könnt, ja? Und dass ihr natürlich die Zeit schafft, um dieses Neue zu entdecken, wo ihr beide eure oder vor allem dieser Feuerelement seine Leidenschaft drin sieht, ja? Weil dann wird sich diese Person darin hingeben und einfach 110% dafür geben. Was ist noch typisch fürs Feuerelement? Es ist auch so, Feuerelement ist Energie pur. Also das sind Menschen, die so vor Lebensenergie wirklich strahlen und die für diese Lebensenergie auch wirklich Energie im Sinne von Bewegung brauchen. Das heißt, ein Feuerelement geschürt sein Feuer, indem es sich selbst bewegt. Heißt für eure Beziehung, es ist mega cool, wenn ihr zusammen spazieren geht, wenn ihr zusammen tanzen geht, was auch immer, wo auch immer eure Leidenschaft ist, aber dass ihr diese Bewegung habt. Oder dass, wenn dein Partner beispielsweise Feuerelement ist, dass du ihm den Raum gibst, dass er joggen kann, beispielsweise, oder Fahrrad fahren kann, ja. Also ein Feuerelement, damit es wirklich richtig schön brennt, ja. Wenn du das so auf einer Skala vorstellst, wir haben so 100% und 0%, ja. Und ein Feuer, das einfach ein schönes Feuer ist, ja, so ein richtig schönes. Nicht too much wie ein Waldbrand und nicht zu wenig, dass das Feuer fast ausgeht, sondern einfach ein richtig schönes Feuerelement, dass das richtig schön brennen kann, braucht es definitiv Bewegung und die Zeit auch dafür, dass sich der oder diejenige bewegen kann.
Ganz wichtig. Heißt also, wenn dein Partner ein Feuerelement ist und ihm es vielleicht gerade nicht so gut geht, also du sagst, naja, er lodert, diese Flamme, die ist gerade so kurz vor dem Ausgehen. Also das merkst du daran, dass er beispielsweise eher ins Drama verfällt, dass er eher negativ spricht, ja. Dann gib ihm ein Ziel, ein cooles Ziel, arbeite es mit ihm gemeinsam aus, wo, ein Ziel, worauf er sich freut, ja, worauf er sich freuen kann und motiviere ihn, sich zu bewegen. Und das könnt ihr richtig schön zusammen verbinden, sodass eure Beziehung einfach schon wieder richtig schön blüht. Was ist noch typisch für Feuerelemente? Naja, die Spontanität, die Impulsivität und auch die, finde ich, dementsprechend manchmal die Direktheit. Also Feuerelemente sind, glaube ich, mit die direktesten Menschen, die es gibt, hier in dieser Welt. Die sind einfach super Bauchmenschen, die sind super intuitiv, die sind super spontan. Das heißt, was lieben Feuerelemente natürlich auch? Genau, Überraschungen. Spontan, kurz übers Wochenende, wohin zu fahren, was Neues zu entdecken, Neues auszuprobieren. Gleichzeitig bedeutet es auch, wenn dein Partner beispielsweise ein Feuerelement ist und er manchmal Sachen sagt, wo du erstmal schlucken musst, dann nimm es ihm nicht im ersten Moment so übel. Weil typisch Feuerelement ist, dass sie zuerst handeln und dann denken. Ja, also es ist dieses impulsive, zack, das Feuer ist da, ja. Und es sagt eben etwas ohne die Konsequenzen, ohne die Folgen da wirklich im ersten Moment mit zu betrachten. Deshalb einfach darüber lachen und sagen, okay, typisch Feuer, die sind einfach super direkt, die sind auch gleichzeitig super spontan, hey, cool, die sind immer bereit fürs nächste Abenteuer. Und dieses Abenteuer, das ist das, was auch eurer Beziehung einfach richtig geilen Stoff gibt, um eben eine schöne langfristige Beziehung zu bekommen. Weil, was ist der Tod jeder Beziehung? Die Langeweile, ja. Die Langeweile, der Alltag, immer das Gleiche zu erleben, immer über das Gleiche zu sprechen, das ist einfach der Tod von einer, ja, Beziehung. Und mit einem Feuerelement, das in seiner wirklich eine schöne Ausprägung hast, wird es dir definitiv nie, nie langweilig. Ein anderes Merkmal, was so typisch für Feuerelemente ist, ist dieses Humorvolle. Also direkt, humorvoll und auch super fröhlich. Also dir wird es nicht nur nie langweilig mit einem Feuerelement in einer Beziehung, sondern du wirst auch jede Menge Spaß haben. Ja, egal, ob ihr jetzt lieber die Cocktailmenschen seid oder lieber picknicken geht, was auch immer, dieser Fun-Faktor ist immer mit dabei und zwar auf eine schöne, direkte und auch ehrliche Art und Weise. Also mit einem Feuerelement hast du unglaublich viel Leidenschaft in deiner Beziehung, du hast unglaublich viel Optimismus dir damit reingeholt. Mit dir als Feuerelement oder mit deinem Partner. Und eben dieses, yeah, wir wollen etwas Neues ausprobieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, was so ein zentraler Angelpunkt ist, wenn du mit einem Feuerelement in einer Beziehung bist. Ja? Weil Feuerelemente definieren auch die Liebe darüber, eben in der Regel auch was Neues zu entdecken, ja, und gemeinsam diese Zeit zu verbringen und so weiter. Das ist typisch Feuer. Was passt besonders gut zum Feuerzeichen? Das ist das Luftzeichen. Also wir haben ja Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und Luft passt einfach am besten zum Feuer. Warum? Wenn du an so ein Feuer denkst, an so ein richtig schönes Lagerfeuer, ne? Das Feuer braucht immer diese Luft, um noch schöner brennen zu können, lodern zu können, ja, in einer schönen Art und Weise. Luft bedeutet also, das sind die Sternzeichen. Zwilling, Waage und Wassermann, die drei sind einfach super gut für ein Feuerzeichen, wenn wir allgemein davon sprechen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass dein Partner eins dieser Sternzeichen als Sternzeichen hat, ja, sondern er kann auch Zwilling, Waage und Wassermann im Mondzeichen haben oder es gibt ja auch noch 12 Häuser und so weiter, also ein bisschen komplexer. Es kommt einfach darauf an, wie die Grundstellung ist. Aber wenn dein Partner einfach ein Luftelement hat, dann ist es richtig, richtig schön. Worauf solltest du achten, wenn du ein Feuerelement in deiner Beziehung hast? Und da schauen wir uns nochmal die Ausprägung an. Wir haben schon gesagt, wenn es eine richtig schöne Ausprägung ist, ja, dann hast du jemanden, der super humorvoll, positiv gestimmt ist und auch echt fröhlich ist, der dich so mitzieht und der Abenteuer, so leidenschaftliche Abenteuer erleben will. Und das merkst du daran, dass derjenige einfach von innen heraus strahlt, dass er diesen Optimismus mit in die Beziehung bringt. Gleichzeitig, wenn wir uns jetzt die beiden Extreme anschauen, beim Feuer, klar, wenn Feuer extrem ist, dann haben wir Waldbrände, wir können uns daran verbrennen, ja. Es ist kein schönes Thema. Das heißt, beim Feuer geht es wie bei allen Elementen auch, es in der Balance zu halten.
Und gleichzeitig das andere Extrem ist, wir haben eine kleine Flamme, die kurz vorm Ausgehen ist. Und hier erkennst du einfach ein Feuerelement daran, wenn es im Drama sich findet. Das heißt, egal was es ist, es ist ein Feuerelement, rutscht dann in das Drama ab. Also es wird plötzlich ich bezogen, es strahlt nicht mehr so, es sucht Drama entweder in seinem Leben oder in einer anderen Welt. Das heißt, Drama-Filme, Drama-Computerspiele, was auch immer es ist. Das ist dann so ein Mensch, der sucht ja weiterhin die Energie. Ne? Feuerelemente brauchen die Energie. Und wenn er sich sehr oder wenn sie sich selbst diese Energie nicht geben kann, dann sucht er sie im Außen. Und wenn die Flamme klein ist, um diesen Personen wieder in eine schöne Ausprägung zu bringen, es ist einfach super wichtig, diese Bewegung mitzubringen. Also wirklich denjenigen oder diejenige zu motivieren, sich zu bewegen. Einfach das, was am leichtesten fällt. Am Idealfall dann gemeinsam spazieren gehen oder gemeinsam tanzen, was auch immer. Und eben diese Zielstrebigkeit, also ein schönes gemeinsames Ziel zu setzen, worauf sich das Feuerelement freut, dass sich so der Ehrgeiz wieder geweckt ist. Und dann wirst du sehen, dass diese kleine Flamme wieder in eine schöne Flamme wird, die so richtig schöne Ausprägung hat. Nun haben wir allgemein gesprochen, was so typisch fürs Feuerelement ist. Jetzt gehen wir ganz kurz darauf ein, was denn typisch für den Widder, für den Löwen und für den Schützen in einer Beziehung ist. Woran erkennst du die? Beim Widder haben wir schon gesagt, es ist so diese kindliche Verspieltheit. Es ist so der Jüngste oder die Jüngste von den drei Feuerelementen. Und der Widder, der ist dementsprechend, wie Kinder einfach sind, ja, super ich-bezogen. Ja? Sie lieben so dieses Verspielte, auch so ein bisschen egoistisch. Sie sind super Führungspersönlichkeiten. Das bedeutet in deiner Beziehung, das ist ein Widder, das ist sehr cool, der führt gerne, der plant gerne, der macht gerne Dinge für dich. Wenn du Widder bist, dann machst du das gerne für deinen Partner. Und gleichzeitig darfst du einfach darauf achten, dass der Widder dieses Wir-Gefühl manchmal vergisst, wie ein Kind auch spielt unglaublich gern mit anderen Kindern, ja, auch so unbeholfen, naja, bla bla bla, manchmal mit der Kopf durch die Wand, gell? Wie die Widder halt sind, voll schön, ja. Und gleichzeitig aber darfst du ihn oder sie dann daran erinnern, dass es um das Wir geht in der Beziehung, ne? Um diese Zweisamkeit, um dieses Wir-Gefühl und nicht nur das Ich. Löwe ist schon der Jugendliche, also der Teenager, der natürlich auch Spaß haben will, wie alle Feuerelemente. Der Löwe, wenn wir an das Sternzeichen oder auch an das Tier des Löwes denken, dann weißt du, ah, Löwe, der liebt Aufmerksamkeit, der liebt auch die Anerkennung, die er im Außen bekommt. Gleichzeitig ist ein Löwe echt super stabil und loyal. Also du hast mit einem Löwen einen richtig schönen Partner an deiner Seite oder wenn du Löwe bist, dann weißt du, alles klar, ich bin loyal, ich bin treu. Und trotzdem ist so diese Verspieltheit, diese Abenteuerlust auf einer jugendlichen Art und Weise, ne, zu Hause. Also jemand, der definitiv auch Spaß haben will, der definitiv eben auch diese Leidenschaft hat und auf jeden Fall auch jemand ist, der das Leben genießt. Also vielleicht gerade so Grillen, Barbecue und so weiter, ist so etwas, was dem Löwen einfach unglaublich gut gefällt in der Regel. Der Schütze ist der Erwachsene unter den, ja, Feuerelementen. Er wird ja auch nur symbolisiert mit dem Pfeil und mit dem Bogen. Das heißt, der Schütze, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, ja, dann erreicht er das auch, ne? Also er trifft dieses Ziel in der Regel schon sehr. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, einen Schütze, der in dich verliebt ist, dann wird er dich definitiv erobern, ja? Oder er versucht zumindest alles, damit ihm das gelingt. Ein Schütze ist auch sehr unabhängig. Das bedeutet, dass wenn du ihm den Freiraum gibst, den er braucht oder sie, ne, in der Beziehung, das heißt freie Zeit zum Joggen, um was mit Freunden zu machen oder auch einfach mal mit sich selbst Quality Time zu verbringen, dann ist ein Schütze richtig cool, ne? Weil ein Schütze ist natürlich Leidenschaft pur, da brennt das Feuer definitiv ordentlich und ein Schütze ist auch so ein richtig schöner Mensch, der so mit einem Bauchgefühl arbeitet. Also der ist spontan, der ist intuitiv und mit dem kannst du definitiv die Pferde stehlen gehen. Da hast du jemanden an deiner Seite, wo einfach es unglaublich viel Spaß macht, die Welt zu entdecken, im Kleinen wie im Großen. Und es ist so typisch Schütze einfach, die sind auch von den Feuerelementen einfach mit am direktesten und gleichzeitig auch die ja schon die Erwachsenen sind, also die dieses Gemeinwohl eben schon auch immer mit im Auge haben.
Feuerelemente repräsentieren also Leidenschaft, Optimismus, Lebensfreude, humorvoll, Spontanität und auch diese Direktheit. Was hast du denn schon mit dem Feuerelement bisher erlebt? Schreib es in die Kommentare, ich freue mich drauf und wünsche dir einen richtig schönen Tag. Bye!